Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Kitte. Wir spielen Pathfinder. Wir sind hier noch in der großen Halle. Und Wir heute ist der schreiben. 24., richtig? Genau. Und dann sollen wir Jubilost in der Taverne treffen. Genau. Ich suche sie immer, weil Ja. wenn man hier rumläuft, ist sie da hinten und auf dem Stadtplan ist sie hier. Schöne große Kneipe, hä? Sehr Ja, aber ein stilvoll. altes Bild, wie man gesehen Ja, hat, da ist ja, der Bär ja. noch nicht da. Gina ist hier. So, Jubilus, wo bist du? Ah, da ist er ja. Siehst du Vorne, da ihn? beim Kamin ist er. Grün. Ah, hier ist er, Grün jawohl, leuchtend. ja, da. Aha, der Mond. Ja, Luna, aha. Luna heißt sie. So, so. Das ist ein ungewöhnlicher Name, Luna. Luna Ketari. Ach, sie ist eine Asimar. Oh, noch niemals. Ja, erzähl mal von dir. Ist auch ein Ja, bisschen ja. langweilig, über die Naja, gleiche Straße das hat rauf eine und bestimmte Strecke, runter. die sie abarbeiten muss. Ja. Die Arme ist ja schrecklich. Was für ein Schicksal. Wenn man gerne reist und was Neues erleben möchte, ist das natürlich blöd, ne? Ja. Wenn du nur immer dieselbe Strecke abläufst. Ah, ist ganz schön Na, hoch, es reicht nicht, glaube 35. ich. Naja, mal sehen, eine 5 müsste sie würfeln. Kannst ja probieren. Klar, machen wir ja auch. Oh, Ja, gut. gut gewürfelt, schön. 3840, wow. Gut. Na ja. Drei Dinge. Trauriges Geheimnis, einen wahren Schatz und eine Tür zu einer anderen Welt. Na gut, einen guten Wissenschaftler haben wir ja schon an unserer Seite. Nicht wahr, Jubilost? Tja, mal sehen, was er damit anfangen kann. Ja. So, das war's, sie ist weg. So. Und wir haben was. Ja, irgendwas hat sie uns gegeben. Aha, die Höhle von Lunas Krater ist auf der Karte. Aha. Das müssen wir jetzt nur noch erreichen.
Kannst du noch ein bisschen warten, vielleicht ein oder zwei Tage? Dialog beenden. Könnten wir Jubilos mal wieder mitnehmen? Für sowas? Da werden wir ja auch sowieso, da werden wir ihn mitnehmen müssen. Das ist ja sein persönlicher Quest. Ja, genau, das ist so, das Nächste. Na, dann müssen wir uns aufmachen zur Höhle. Naja, erstmal wollten wir doch die Sache machen hier. Die schlimme Sache in Warnburg. Warnburg muss auf jeden Fall gemacht werden. Machen wir mal als Erstes, wir gehen nicht gleich zur Höhle. Das ist, glaube ich, wichtiger, ja. Ja, es sind, glaube ich, noch zwei Tage bis, ich weiß gar nicht, wer das machen kann, aber bis die Person dann da ist. Gehen wir also zum Thronsaal. Wo bist du zum Ausgang? Ja, ich überlege, ob wir nicht gleich nach Warnburg gehen. Wir können ja unterwegs, unsere Regierungsgeschäfte erledigen. Gut. Also das kann man, soll man machen, ja. Da hingehen, naja, wir gehen einfach mal gucken. Wir werden schon sehen, was uns dann erwartet. Wer könnte denn die Sache machen eigentlich? Hm? Na egal, ja, versuchen wir es einfach. Ist egal. Gehen wir nach Warnburg. Einfach mal gucken. Allerdings stand ja da, dass es im Mai ist oder so, ne? Ja. Da werden wir ja sehen, ob da jetzt was los ist oder nicht. Wenn es nicht in dem Buch drin steht, ist es ja oft nichts. Also nicht im Logbuch drin steht. Ja. Also im Augenblick sieht hier noch alles ziemlich ruhig aus. Das sieht alles ziemlich ruhig aus. Naja, ich denke mir mal, da steht normal ja Mai. Aus, ja. Also, weiß ich nicht. Und die Wachen stehen ja ganz normal rum. Jo. Wir kommen in Warnburg, da ist nichts. Nee. Das hätte man uns, glaube ich, schicken können. Ja. Okay. Und wie gesagt, es hat ja kaum Zeit gekostet. Wir sind ja hin teleportiert. Kirwal wird auch nicht viel sagen. Ja, genau. Wie läuft das mit der Miliz? Ist alles gut? Ein wenig beruhigt. Gut. Na gut. Jo. Dann müssen wir wieder gehen. Naja, wenn hier nichts los ist. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe es mir auch fast gedacht. Aber wir wollten eigentlich teleportieren, oder willst du jetzt zurücklaufen? Nee, ne? Ich muss doch erst zum Ausgang gehen. Ach, du musst zum Ausgang gehen, bevor ich kann nicht von da aus teleportieren. Ach ja, stimmt. Und da sagt er dir erst, ob du was machen willst. Alles klar. Ach, jetzt haben sie das arme Huhn erschreckt. Tja, gibt's schon was. Tja, dann müssen wir wieder nach Hause teleportieren. Ja, aber das habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Ja, ja. Da steht Mai und da ist nichts weiter. Ja, ja. Nicht in unserem Logbuch drin, also. Ja. Ist ja gut. Ja, ist okay, man muss halt wissen. Man kann ja mal gucken. Ja, da haben sie es immer ganz genau. Halt. Ja. So, ja, gut. Apropos, wie weit ist es denn noch bis zum Fluch? Da können wir jetzt sowieso 43 Tage. Tage, ne? Der kommt auch näher. Ja, gut, aber wir müssen jetzt nicht hingehen und gucken, jedes Nein. Mal. Wie wir es schon gemacht haben. Nein, das Tage wissen wir ja inzwischen, dass sich da nichts tut. Mhm.
So, war das 26. oder wie war das? Weiß ich auch nicht mehr. Gucken mal, wer das machen will. Warnburg wird vier belagert. Tage. Das war er, ne? Ja. Nur 4 Tage war es erst im Mai. Kannst du noch mal drauf gucken, vorsichtshalber? Nee, auf dem Badenbock sollst du drauf gucken. Ach Quatsch, da doch nicht. Da wollte ich doch gucken. So, 1.5. Genau. Da haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Da können wir Jubilost machen. Jubilost kannst du, glaube ich, nicht machen. Guck doch, wer es machen kann. Nein, wir können die Queste mit Jubilost machen. Ja, gerne. Ich meine, einen Monat brauchen wir auf gar keinen Fall dazu. Nein. Brauchen wir auf jeden Fall nicht, aber ich, alles klar. Gut. Wir gehen zum Kennel, zum Kerzen. Halt. Da müssen wir allerdings Jubilost mitnehmen. Ja. Ja, wen lassen wir denn hier? Na, werden wir Octavia da lassen müssen. Ach so. Nee, wir brauchen schon einen richtigen Kämpfer. Da will ich eine Octavia da lassen. Ja. Aber musst du selbst wissen. Ja, ja. Na, wir wissen ja nicht, ob wir... Ach ja, Jubilost hat ja gar keinen... Muss dem müssen wir erst ein Level noch geben. Ja, angezogen ist er gut, aber dein Level musst du noch geben. Kannst ja machen, mach doch. Ja, mach. Muss ja sowieso gemacht werden. Genau. Wir haben sie eigentlich fast alle so ziemlich nachgezogen. Oder? So. Achso, Level vergeben wollten wir doch, oder? Da müssen wir hin. Oder willst du es erst machen, wenn wir da sind? Aber das glaube ich, sogar hier machen, oder? Weiß ich nicht. Ja, ja können wir. Dann machen wir doch. Ja. Ach, der ist erst auf 11. Ja. So, das ist gut, aber es geht bestimmt auch fix. Er hat wieder eine... Bestienmutter gehen? Nee. Blindbomben, Energiebomben. Was ist denn ein Kognatogen? Oh nee. Nee. Muss nicht sein. Das klingt nicht schlecht. Ja, das klingt gut. Ja. Genau, Mann. Ah ja, genau. Er kriegt ja auf 12, kriegt er ja einen Attributswert. Ja, was wohl Intelligenz am besten. Da müssen wir lange überlegen, ob wir ihm Intelligenz oder Intelligenz geben. So, hier mal. Heimlichkeit? Achso, ja, haben wir immer, stimmt. Und magischen Gegenstand benutzen, genau. Ja. Ach, sind ja schon wieder alle. Wissen, Arcanum haben wir bei Ihnen gar nicht ausgebaut. Braucht er nicht zu haben. Gut. Ja, ist zu spät jetzt. Das hätten wir von Anfang an machen müssen. Hm. Wir werden schon sehen. Was er davon hat. Das war's bereuen. Naja, ich hätte. Wir werden Gründe gehabt haben. Der eine Punkt, der macht das Kraut jetzt auch nicht fett. Das, nee, das bringt nichts mehr. Ja. Da, nee. Nee. Was ist mächtiges, falsches Leben? So eine komische Sache, nennen wir. Aha. Darf er nicht wissen, wie falsches Leben funktioniert? Nämlich, sag mal,
Das ist jetzt Level 3, Level 4. Ja, du kannst irgendeinen Zauber wählen. Zauber scheint hier überhaupt nicht abhängig zu sein. Du kannst dir irgendeine Dings hier aussuchen. Egal welche Stufe. So sieht es mir jedenfalls sieht's halt ja aus irgendwie. Ich weiß ja nicht, was dir am meisten fehlt. Er hat Genesung und kritische Wunden heilen. Ja. Hier hat er Gift verzögern, Energie widerstehen und Hass. Aber nicht viel. Gift neutralisieren. Ich weiß ja nicht, wer bei uns Gift neutralisieren eigentlich macht. Was, er hat doch. Ach, da ist es ja, gemeinschaftlich, das stimmt. Auf 3 ist es. Weil hier steht auch Gift neutralisieren auf 4. Ja. Deswegen habe ich mich. Das ist Schutz vor Gift und damit kannst du es neutralisieren, wenn sie schon vergiftet schon sind. Alles klar. Verstehe. Geh mal in meinen Todesschutz. Ja, habe ich auch schon gedacht. Kritische Wunden heilen. Oder? Hat er schon. Ja. Gut. Todesschutz. Fertig. Weiter. So richtig viel hat er eigentlich nicht gekriegt. Ja? Nö. Alchemist. Weiter. Wie gehabt. Aha. Wir hatten ja die Restdinger immer auf. Ja, ja. Auf Arkan gegeben. Genau. So. Durchschlagende Zauber ist, glaube ich, ganz gut für ihn. Keine Ahnung, ob es gut für ihn ist, weil er hauptsächlich mit Bomben arbeitet. Ja, weil er. Ja. Dass die dann auch durchschlagen oder wie? Das ist sowas wie ein Zauber, oder? Ich glaube, ja. Gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das so behandelt wird, wenn jemand eine Resistenz hat, dass er da ist das selber Verwandlung? Nee, eine freundliche. Nee. Ach nee. Damit kann er Freunde verwandeln. Guck mal, ob irgendwie jemand herbeizaubern kann. Oh, ich meine, das ist natürlich nicht ja, schlecht, wenn es wirklich schon, eng wird. Hat auch ein anderer, habe ich schon geguckt. Das aber ist so. 10 Diamantstaub braucht das. Das ist natürlich heftig. Ja. Aber, ja, ist immer so. Braucht immer so viel, ja. Ist auch. Warum hat der immer so blöde Sprüche? Was heißt blöde passt Sprüche? Gar nicht zu meiner Art zu spielen. Art zu spielen, ja. Aber ja. Oh, mächtige Unsichtbarkeit. Für eine Person. Ja, das ist gar nicht schlecht. Ja. Da macht der die mächtige Unsichtbarkeit hat, ständig hinterhändige Angriffe. Gut, kann man auch machen. Das hat Sinn. Da hätte man vielleicht Knock-Knock mitnehmen sollen, der ist. Ein ja. Hinterhältiger Angriffstyp. Ja. So, noch einen. Dann haben wir es geschafft. Was hat er bei 14 gekriegt eigentlich? Hm? 2 Sachen hat er da gekriegt. Also ist egal. Gut. Wie, was? Hier was ist meinst das? Ja, genau. Nochmal Mutter gehen kriegt er. Ah, verstehe. Nee, 1 Stunde pro Stufe. Hält das Muttergehen. Es hält länger. Ja. Und aha. Er macht eine neue alchemistische Entdeckung. Ich hoffe, das verstehen wir dann auch. Ja, hier. Ach ja. Wir können die Entdeckung jetzt wieder aussuchen. Hatten wir ja schon mal eine. Ah ja, genau. Was machen Energiebomben? Ja, wir benutzen ihn selten, deswegen gar nicht so einfach mit ihm. Ja, das stimmt.
Was macht denn eigentlich eine Odem-Waffenbombe? Achso, du bist ja bei der Energiebombe. Wo? Hier, ja. Ja, das ist ja. Ach, dann kann es hier ausspeien, aber Kegeln ist selten gut, weil das alle betrifft. Verstrickungsbomben könnten auch ganz interessant sein. Das ist gar nicht schlecht. Damit kann er sich selber Regeneration machen. Ja. Hm? Ja, ist okay. Einverstanden? Wir wollen unsere Leute sowieso eher schützen, ja. Ja. Die sind so klein, sind auf jeden Fall. Ja, die Kleinen auf jeden Fall. So, hier wieder, wie ihr habt. Ja, heute gibt es kein Extra-Punkt. Nur jede zweite Runde kriegt einen Extra-Punkt. Na, wenn er so gut Sachen benutzen kann, sollte man ihm aber auch irgendwo immer mal wieder ein paar Sprüche geben, die er benutzen kann. Naja, egal. Ich meine, wenn er mal so magische Sachen benutzen kann, was auch immer. Aber die Bomben sind ja auch magische Dinge, ne, zu benutzen. Ja, so, würde ich auch so sehen. Ja. Nehme ich jedenfalls so an. Also auf Level 5 hat er Zauberresistenz. Verwandlung. Gemeinschaftliche Steinhaut. Elementarkörper 2. Oder Bestiengestalt 3. Ja, naja, ich glaube eher nicht. Mir gefällt das alles. Ein kleiner, tapsiger Typ, der da durch die Gegend wir können ihm mal die gemeinschaftliche Steinhaut geben, wenn wir irgendwo völlig scheitern. Genau. Dann können wenn wir uns überlegen, ob wir nicht mitnehmen und 10 Diamantstaub opfern. Ja, genau. Wenn uns jemand so zusetzt, mach mal einfach mal. Ja, also ich finde Jubilos toll, also als Figur, aber als jemand, mit dem wir irgendwo arbeiten, ist er halt nicht liegt er nicht auf unserer Schiene. Ja. Also als Figur finde ich ihn ganz gut. Also als Persönlichkeit. Haben sie gut hingekriegt. Gut, wir reisen. So, na dann reisen wir mal. Ja. Ja, ja, ist hier am Kerzenmeer. Ja, genau. Also Insel im Kerzenmeer. Da bin ich ja jetzt gespannt. Und? Wollen wir den Turm? Ach ja, betreten. Mal sehen, wo die Höhle jetzt ist. Ob die jetzt wieder oben ist, da wo das Portal war? Na, ich glaube, die ist eher oben. Also hier, guck mal auf die Karte. Man kann nichts sehen. Wir müssen erstmal die Karte wieder ablaufen. Ja. Mal sehen, was hier wieder nachgewachsen ist. It is done. Tja, dann werden wir die Hunde... Gut, Christian, ist klar, da kriegt jeder Hund erstmal diesen. So, jetzt muss ich dann erstmal gucken. Ja, ja, klar. Müssen wir halt Rinderhaut nehmen. Nein, ich guck hier. 42... Wie das hält halt nicht so lange, das Schild des Glaubens. Schild des Glaubens hält nur nicht so eine lange. Minute pro Stunde. Das, jetzt das macht nicht. Jetzt eigentlich wenig Sinn. Naja, jetzt guck ihn dir erstmal an, Ogpo. Es ist ja Rasputin. Aber ja, ich wollte auf jeden Fall gucken, ob ihn das noch was bringt. Ja, bringt. Schild des Glaubens. Und zwar richtig gut. I stand ready. Und Rindenhaut,
Halt 10 Minuten pro Stufe. Na gut. Aber das sind alles Sachen. Das Einzige, was wirklich lange hält. Halt nicht nur alleine, alle. Mann, ist das schon wieder ein Wetter. Ach. No stopping now. Mann, ich sehe hier ja nichts. Ach, wie spät ist das? 10.52 Uhr. Ist ja übelst. Ja, ja. Aber es scheint wenigstens niemand hier zu sein. Wir müssen da wahrscheinlich rein, dann in den Turm, oder? Tja, wir müssen eine Gegend absuchen. Ach so. Müssen wir hier runter? Hm? Auf den Hügel gehen. Kann ja natürlich auch sein. Ja, ach. Erst müssen wir hier hoch. Ja. Und dann können wir den anderen hoch. Genau. Ach, das ging ja relativ fix, ja. Onwards. Der liegt immer noch hier. Da geht's nicht mehr weiter. Gucken wir mal hier rein. Ach, das Portal ist weg. Ja, ist klar. Oben ging es hier nicht hoch, geht es immer noch nicht hoch. Hm, was soll denn da was sein? Hm? Verstehst du das? Ja, aber ich weiß nicht, guck mal auf die Karte. Irgendwas hier das Gefühl, als ob auf dieser Insel noch irgendwo ein anderes Ding gewesen wäre. Also als wir so geguckt haben erstmal, sah das hier so aus, als ob es irgendwie da daneben irgendwie daneben war gewesen. Da, ja genau, daneben ist. Und jetzt sieht es ja also aus, als ob wir jetzt nur die, ja ist ja nur dieser eine Turm. Hm. Gucken wir auf die große Karte, haben wir da irgendwie was? Ne, können wir von hier aus gar nicht gucken. Ne, nee, von hier kann nee, ich kann nicht gucken. Nicht. Ist klar. Jetzt müssen wir erstmal wieder unseren Baum finden. Hier, da. Und den nächsten runter. Nur da oben ist es ja so schlecht. Ach, das Wetter wird langsam ein bisschen besser. Dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt zu irgendwas nebenan kommen können. Ja. Da was ein neues Gebiet entstanden ist. Ja. Ja, los. Guck mal hier, das ist ja was anderes. Als du vorhin sagtest, betreten, da wollte ich schon sagen, nee, bei betreten würde ich jetzt gar nicht sagen, das ist okay, das so, verstehst du? Oh, hier, ja, jetzt geht's. Weil du sagtest nämlich gleich betreten, ja, ja. Und da dachte ich mir, na gut, hast du recht, weil es war ja eigentlich vorher, kannten wir ja nur den Turm. Da musste man noch ein Stückchen weiter reisen. Ja. So, jetzt sind wir mal wieder hier, in so einem Gebiet. Was haben wir denn hier? Na, das wundert uns jetzt aber wirklich. Hä? Gnomengeist? Das Ende geschrieben in blauer Farbe. Hör mal zu. Ja. Steht lauter Gnomengeist da rum, ne? Hm.
Wer seid ihr, Geist? Naja, das hatte ich gar nicht gehört. Nee. Aha, sie will sie nach Hause führen, kriegt aber die Tür nicht auf. Ja. Tja, der Rat hilft ihnen aber nicht mehr. Dann fragen wir sie mal, was ist mit euch geschehen? Naja, klar. Wie war das mit dem, wenn es einem zu gut geht? Ja. Tolles neues Spiel, hä? Fluss der Seelen. Fluss der Seelen. Was denn? Ach so, ja. Ah, interessant. Aha. Hübsches Bild irgendwie. Ja, genau. Die Armen, das haben sie gemerkt, was sie da verloren hatten, als sie sich so gelangweilt haben. Da mussten sie neue Spieler finden, ganz normal. Wir sind ja auch nur Menschen, oder? Tja. Oh, niedlich, Lindsay. Gutes Bild. Ach, guck mal an, das sollen sie kämpfen. Langweilen sich wohl zu Tode. Tja. Gleich wollen sie das Blut haben. Let us strike as one! Mal sehen, wie sehen die Wachen eigentlich aus? Chaotisch böse Schurken. Auch. Die beiden sind identisch. Ob das was bringt? Eigentlich. Ja, doch, für hinterhältige Angriffe ist das gar nicht verkehrt. Schieß gleich mal auf.
auf den hier. I grant you death. Was macht Yubi? Yubi, ja, was kannst du denn machen? Wir brauchen auf jeden Fall Hast. Ja. Lindsay, ein Lied. Guten Segen ist nie verkehrt. So. Wie haben wir uns die überhaupt angeguckt? Wir sollten die Schurke, die machen hinterher. Ja, ich habe sie doch gerade vorher angeguckt. Ja, aber ich habe noch gar nicht genau geguckt. Hast du geträumt? Ja. Geistesbeeinflussend und so Immunitäten. Sagt auch oft, was sie eigentlich selbst tun können. Ja. Wir können sie ganz genau angucken. Genau. Wir sind auf jeden Fall auf unserem Level, auf unserer Höhe. Heimlichkeit. Ja. Merkmale, Fähigkeiten. Rapier. Verderbende Büro. Der eine macht gerade Stöhnen, glaube ich, sah so aus. Was ist ein unheimliches Stöhnen? Aha. Oh, ja. Ja. Angst. Wir brauchen Angstschutz. Ja. Weil, der eine da oben macht das, guck mal. Bei dem unser. Ja. Wer ist We can do it! Sind das zwei Geister? Erstmal. Ja, zwei Wachen sind hier. Sekundario ist da und. Cannot hide from me! Ogbo und Ekundayo, genau. Und der macht dieses blöde Furchtdings hier. Warum schießen die auf den anderen? Auch weil der Ogbo den einen angreift. Komisch, dass Ekundayo auf den anderen schießt. Ja, Ogbo greift den an und Valerie greift den an. Do not falter! Deswegen schießt er gerade. Jubilos, was machst du denn eigentlich? Du gehst da darauf direkt zu. Kann er, ist er so kurzsichtig, sonst hätte man ihm eine Brille geben sollen. Er hat eine Brille. Er muss sie vielleicht putzen. Ja, ich wundere mich, dass er darauf zuläuft. Ich dachte, vielleicht schießt er. Oder was hat er an? Eine kleine Waffe in der Hand oder so? Nö, er hat seine Armbrust. Ja. Und wieder schmeißt er irgendwas. Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, nichts, was er macht, geben. Wenn ich ihm nichts sage. Das sind Mutagene. Ja, er kann ihm schon mal eine Bombe verpassen. Sollte er vielleicht. Ja. Ich hoffe, er ist gegen Feuer geschützt. Er steht im Kreis. Ja, nee, das ist blöd. Ja. Ich weiß nicht, warum er drauf zuläuft. So gut kennen wir ihn nicht. Das ist immer das Problem, wenn er mit Leuten... Aber er trifft natürlich Rasputin Hund. Damit. Ja, das wollen wir nicht. Muss er halt schießen, was immer er macht. Ja. Genau. Egal. Wichtiger über der Segen ist hier offensichtlich noch der Angstschutz. Ja. Unheimliches Stöhnen, genau. Ja. Verderbende Berührung, das sind alles ganz, ganz unfreundliche Sachen. So, jetzt kannst du deinen Segen hinterher. Stöhnen. Jetzt kannst du einen dicken Katzen Gebet. Das geht gut von der Reichweite her. Das ist gar nicht so unhart. Natürlich nicht. Burschen. Er ist immer noch nicht fertig mit seinem Segen, ne? Bis Christian sein Segen raus hat. Naja, 360 Punkte bringt er nach. Aber Ekundayo kämpft natürlich wieder mit seinem
Ich weiß. Knüppel. Weil deswegen ja. Ich habe mich gewundert, warum er da vorne ist. Habe ich mir gedacht, aber dann dachte ich mir, kann er ruhig zuschlagen. So. Ach Gott, du Arme. Du hast es versprochen. Und jetzt? Ja. Ach, wen haben wir da? Der Älteste. Wo war? Ach so. Mit der Gastgeber. Ja, wir haben das Rätsel tatsächlich gelöst. Mhm. Naja, die Ehre gebührt Jubilost. Zum größten Teil. Wir haben uns gar nicht mehr weiter damit beschäftigt. Jubilost. Da ist das wahr, was sie gesagt hat? Vermutlich, ja? Ja. Ja. Tja. Allmächtig sind sie nicht. Das sind, wie wir wissen, nicht mal die Götter. Wir spielen nicht mit dem Spielzeug anderer. So kann man es auch ausdrücken. Ach Jubel, das ist zwar nicht alles umsonst, aber ich meine... Ja. Ja. Ach Jubilust. Naja, ich fürchte, das nächste Mal werden wir mit unserer Lebensspanne nicht mehr erleben. Aber warum bist du hier? Nee, da wird sie sich garantiert wieder einmischen. Ja, würde ich auch sagen. Er muss entscheiden. Natürlich, seine Entscheidung. Es geht um sein Leben, seine Zukunft, sein Schicksal, was auch immer. Ja, klar. Ja. Ja, könnt ihr zwar Schritt 2 sagen, oder? Wir haben ja ein paar kennengelernt, die haben uns ganz gut gefallen. Irgendein, oder? Irgendeiner, der gerade an der Bleiche stirbt. Was willst du das sehen? Dass sie kann die anderen Leute nicht rausführen. Nee. Da hat sie immer noch das Ding, dass sie schuld ist oder so.
Aber musst du wissen. Ja. Ja, ich glaube auch. Also klar würde sie Frieden verdienen. Aber das hilft ihr nicht, die anderen rauszuführen. Genau, sie wird dann in die erste Welt versetzt. Aber die anderen. Und die anderen bleiben hier und ihre, ihre Schuld wird ihr nicht von den Schultern genommen. Also bringt sie ihr nicht viel. Und ein anderer hat was davon. Genau. Ja, habt ihr das bereits? Er kann dann aus den Augenwinkeln die Ewigkeit erblicken. Naja, hier geht es irgendwo wohl ein Geschenk, was er ganz gut verwenden kann. Und wir vielleicht auch. Danke. Na gut, 7200 Erfahrungen, nicht schlecht. Genau. Gut, das war ein schönes Erlebnis. Ja. So, dann werden wir jetzt Schluss machen. Ich glaube nicht, dass hier noch viel rumliegt. Wir haben unglaublich viel, es war ganz lang die Folge. Ja. Wir machen jetzt Schluss. Wir gehen jetzt hier dann raus. Hoffentlich kommen wir hier raus. Ich glaube schon. Ja. Und dann, hier ist der Ausgang. Die Windrose ist da. Alles klar. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.